Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet vor allem eins, Geschenke! Was man einer Drummerin zu Weihnachten schenken kann, das erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Natürlich richtet sich dieses Video auch an all diejenigen, die nicht Weihnachten feiern, sondern einfach mal so ihren DrummerInnen, Freundinnen Geschenke machen wollen. Und da wollen wir euch mal helfen, was man denn einer Drummerin oder einem Drummer schenken kann, wenn ein besonderer Anlass ist. Punkt 1 oder auf ersten Platz natürlich ganz, ganz, ganz weit oben. Ein eigenes Drumset. Ein E-Drumset oder ein akustisches Schlagzeug, denn das sollte im Idealfall jede Drummerin oder jeder Drummer besitzen. Denn zum Unterricht gehen reicht leider nicht immer, denn es muss auch weiter geübt werden zu Hause und da bietet es sich doch sehr, sehr, sehr gut an, wenn man sich ein eigenes Drumset zulegt zum Weiterüben, zum Kreativwerden, zum Songs nachspielen, einfach mal zum Weitermachen. Hier sei gesagt auf jeden Fall, wer billig kauft, kauft doppelt. Deswegen lasst euch auf jeden Fall gut beraten von LehrerInnen oder von Musikfachhandel AngestelltInnen, dass die euch mal erklären können, welches Drumset dort in Frage kommen würde für eure Kinder, eure FreundInnen, für eure Omi oder wem auch immer ihr das Drumset schenken wollt. Wer schon ein Drumset hat, der braucht natürlich eins, Zubehör. Und auf Platz 1 von Zubehör, denke ich mal, ist bei vielen auf der Wunschliste ganz weit oben Becken. Von Becken kann man nämlich nie genug haben, egal ob Crashbecken, Ridebecken, Hi-Hat, Splash, China. Ihr merkt schon, da gibt es eine ganz, ganz, ganz große Menge an Auswahl, was man dazu kaufen könnte. Auch hier sei gesagt, billig gekauft, kauft doppelt, denn bei Becken sollte man schon auf die Qualität achten. Denn diese können natürlich sehr schnell zu Bruch gehen, wenn es schlecht verarbeitet sein sollte. Oder fragt am besten im Handel mal nach, was denn so angesagt wäre für jemanden, der zum Beispiel Rockdrums spielt oder jemand, der lieber Jazzdrumming betreibt. Es gibt auch verschiedene Größen. Dann gibt es verschiedene Legierungen, dann gibt es Drybecken und es gibt Splashbecken. Und wie ihr seht, da ist eine ganze Menge, das man auf jeden Fall beachten sollte. Natürlich kommen wir von den Becken zu dem nächsten Thema, nämlich Sticks. Denn Sticks kann man nie genug haben. Sticks gehen leider oftmals zu Bruch, denn da sind auf jeden Fall Stellen am Stick, welche ab und zu öfter malträtiert werden als andere. Und auch bei Sticks, lasst euch gesagt sein, es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedene Holzarten, es gibt welche aus Carbon, es gibt welche mit einer mit einem Tropfenkopf, es gibt welche mit einem Fasskopf und auch da gibt es auch welche mit Nylonüberzug. Wer welche Sticks am liebsten spielt, auch das ist sehr individuell. Es gibt ebenfalls Sticks von prominenten DrummerInnen. Das hier ist zum Beispiel einer von Travis Barker. Es gibt auch welche von Benny Greb, von Josh Dunn und Annika Nillis. Also von daher, falls eure Beschenkte oder euer Beschenkter einen Lieblingsdrummer oder eine Lieblingsdrummerin hat, könnt ihr da mal gucken, ob diese vielleicht sogar ihre eigenen Sticks haben. Was ebenfalls ein super Geschenk ist für viele DrummerInnen oder für MusikerInnen, ist ein Gutschein. Ein Gutschein eventuell für einen Musikfachhandel und oder aber auch für eine Musikschule. Vielleicht nimmt der oder die Drummerin von euch keinen Unterricht, möchte es aber gerne tun. Es gibt sehr, sehr viele Musikschulen, wir auch, die auch Gutscheine verkaufen. Für Schnupperstunden, 3 Stunden, 10 Stunden, einfach so mal reinschauen, ob denn das Instrument ihm was taugt oder ihr was taugt und einfach mal gucken, ob man vielleicht einen Lehrerwechsel vollnehmen möchte oder auch mal vielleicht in Musikrichtungen oder halt in Musiksparten reinschnuppern möchte, die man so noch nie gespielt hat. Jazz oder Latin. Als nächstes das geliebte Practice Pad. Practice Pads sind super handlich und sehr, 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 sehr wichtig zum Üben. Um unsere Skills mit unseren Sticks zu verbessern. Pads gibt es ebenfalls, leider, es tut mir leid, in ganz vielen verschiedenen Größen, Marken und was noch alles. Es gibt welche für 10 Euro, es gibt welche für 100 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob ein 10-Euro-Pad etwas anders macht als ein 100-Euro-Pad. Von daher guckt einfach mal, was eventuell am schönsten aussieht und oder was sich am schönsten anfühlt. Manche gibt es, die sind sehr, sehr laut zum Üben. Manche sind halt schön mit einer Gummibeschichtung drauf. Das ist ein bisschen leiser und auch vielleicht für eure Ohren eher angenehmer zu vertragen. Als nächsten Tipp habe ich für euch Merchandise. Soll bedeuten Klamotten, Kleidung, wo drauf steht, hey, ich bin eine Drummerin, ich bin ein Drummer. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch eine eigene Kollektion mit T-Shirts. Wir haben sogar auch Hoodies. Die sind bei diesem Wetter nämlich sehr angenehm zu tragen. Schön die Kapuze auf, vielleicht mal dann an so ein T-Shirt zu kaufen, wo drauf steht, aufgepasst, hier kommt ein Schlagzeuger.
Als nächstes der Tipp, natürlich Literatur. Soll bedeuten, es gibt sehr, sehr, sehr viele Bücher da draußen zu verschiedensten Themen. Nehmen wir mal an, eure Kollegin möchte gerne weiter ihr Jazz-Drumming aufbauen, dann kann man natürlich Jazz-Bücher ihr kaufen. Angenommen, sie will so cool trommeln wie John Bonham, dann gibt's auch natürlich Bücher und Songbooks von verschiedenen Bands und KünstlerInnen. Falls ihr das Practice Pad kaufen solltet, dann kauft am besten auch ein Buch für Practice Pad Übungen. Da gibt's zum Beispiel auch das Padbook von Annika Nillis, welches sich hervorragend dafür eignet. Doch Lehrbücher sind nicht das Einzige, was renommierte SchlagzeugerInnen nämlich schreiben, denn es gibt auch sehr viele Bücher, wie zum Beispiel dieses hier von Amir Thompson, besser bekannt als Questlove, wo sie ihre musikalische Biografie oder ihren musikalischen Werdegang nochmal darlegen und aber auch wie in diesem Buch zum Beispiel darlegen, wie man kreativer arbeiten kann, nicht nur aufs Musizieren gemünzt, sondern auch aufs alltägliche Leben. Sehr empfehlenswert, gibt's auch von vielen anderen DrummerInnen, wie zum Beispiel Benny Grill. Und Stichwort Benny Grip, natürlich DVDs. Gibt's auch wie Sand am Meer fürs Drumming. Benny Grips DVD kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, denn die ist wirklich schön unterhaltsam gemacht. Es gibt natürlich aber auch DVDs wie zum Beispiel, schon wieder von Benny Grip diese DVD gebracht. Die sind sehr unterhaltsam und auch leicht zugänglich, egal ob AnfängerIn oder aber auch schon Profi. Und zu guter Letzt der Tipp, ein Journal zu kaufen. Dies hier war meins für dieses Jahr. Das sah ungefähr so aus. Die können aussehen, wie sie wollen. Die können Hardcover sein. Die können Softcover sein. Die sollen am Ende des Jahres ungefähr so zerfleddert aussehen wie meins auch. Nämlich, dass MusikerInnen ein Journal benötigen. Ein Sketchbook. Einfach Ideen reinzuschreiben. Einfach ihren Progress reinzuschreiben. Was habe ich dieses Jahr gemacht? Welche Übung muss ich mir noch vornehmen? Welchen Song möchte ich nochmal gerne spielen? Zum Thema Journal oder zum Practice Book haben wir schon mal ein Video veröffentlicht, was ihr bei uns in unserem Profil finden könnt. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein klein wenig Inspiration zu bieten für eure Liebsten, die ihr beschenken wollt, mit etwas, was mit Drumming zu tun hat. Nochmals der Hinweis, wenn ihr euch noch unsicher seid, fragt die Lehrer oder LehrerInnen von euren Liebsten, ob die euch vielleicht helfen können, welches Buch denn geeignet wäre oder aber auch welches Becken noch vonnöten wäre. Wir von The Pentadrum wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen wunderschönen Ausgang des Jahres. Bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ciao!